Ich darf jetzt bei uns begrüßen Frau Phyllis Scholl. Frau Phyllis Scholl ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Bär und Karrer. Frau Scholl hat an der Universität St. Gallen studiert, Recht und ich glaube Volkswirtschaft, wenn ich das richtig recherchiert habe. Frau Scholl ist zugelassene Händlerin bei der EEX. Sie ist auch Verwaltungsrätin bei der Energiedienstholding AG und beim Elektrizitätswerk Davos, also eine Kennerin unserer Branche. Und sie wird referieren zum Thema Verantwortung für die Versorgungssicherheit. Ist das Strom-VG lückenhaft? Frau Scholl, darf ich Sie bitten? Ja, guten Nachmittag. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel gegessen, sodass Sie einigermaßen aufmerksam zuhören können. Vielleicht einige Worte vorab. Ich weiß, dass in diesem Raum viele Juristen sitzen, aber eben nicht nur. Und es ist mir ein Anliegen, hier nicht einen primär juristischen Vortrag zu halten, sondern grundsätzlich so die Rollen und Aufgaben der einzelnen Akteure im entflochtenen Markt, also in diesem Unbundling, darzustellen. Das ist das Anliegen. Was ich auch noch gehört habe heute Vormittag, was noch gewünscht wäre, da kann ich gerne auch noch dazu etwas ausführen, so die Frage auf der Zeitachse von Normalfall, weil überhaupt nicht irgendwie die Idee, dass da eine kritische Situation vorliegen würde, bis zu, dass man befürchtet, dass mittel- bis langfristig die Versorgungssicherheit gefährdet wäre. Wie man auf dieser Zeitachse, wer dann welche Rollen hat. Also nochmal, das kann ich dann gerne, das werde ich auch noch etwas darlegen, aber sonst geht es mir eigentlich darum, dass man mal aufzeigt, wer hat welche Rolle, welche Aufgabe eigentlich im Normalfall und dann noch zur Grenze zu dieser Situation, die wir jetzt diesen Winter hatten, wer ist dann für welche Themen verantwortlich. Weshalb mir das so das Grundsätzliche hier relativ wichtig ist, ist deshalb so, weil ich habe am Stromkongress teilgenommen im Januar und da war ich dann doch etwas erstaunt oder auch enttäuscht oder irgendwie auch konsterniert, dass dann in der Podiumsdiskussion dort nicht zuletzt auch von Politikern, also diese grundsätzlichen Rollenverteilung und das Verständnis, welcher Akteur welche Aufgabe hat, dass das völlig gefehlt hat. Und das war ehrlich gesagt eine relativ peinliche Angelegenheit. Also es gab da Leute, die dann fanden, der Bundesrat oder die Elkom oder also irgendwie dann so, also einfach, es war wirklich merkwürdig. Und deswegen eben möchte ich jetzt auch nicht primär mit Gesetzesparagraphen Sie da belehren. Ich habe mir zwei, drei wichtige Grundlagen rausgeschrieben, die ich vielleicht auch noch wörtlich dann aufbringen werde. Aber es geht mir so darum, jetzt hier ich glaube, das ist eine einmalige Plattform hier. Wir haben ja nachher noch Renato Tami, der auch noch dazu sprechen wird. Und dann haben wir die Podiumsdiskussion, dass man eigentlich mal darüber spricht, wer hat im unbundelten Markt welche Rolle und ist ihm das überhaupt bewusst oder hat er den Eindruck, nein, nein, das geht dann zu weit. Gut, so viel der Einleitung. Gut, und jetzt hier, also für Juristen, ehrlich gesagt, ist das eine rechte Herausforderung, die Sachen jeweils so ganz knapp und simpel zu halten. Ich versuche das jetzt und genau. Also ich mache es aber doch lieber auf Deutsch, wenn das okay ist. Hier. Genau. Also ich habe das hier jetzt mal so dargestellt, in der Meinung, dass man mal sieht, wo ist die Swissgrid, wo ist der BGV, das soll der Bilanzgruppenverantwortliche sein, dann der Lieferant und dann der Endverbraucher. Das sind, denke ich, eigentlich die wichtigen Akteure. Man hat dann noch, natürlich dann noch den Verteilnetzbetreiber, den gibt es dann auch noch. Aber ich sage jetzt mal auf der Seite der netzseitigen Versorgungssicherheit, wer ist eigentlich für den
Netzbetrieb im entflochtenen System, also wo man eben nicht mehr alles integriert hat, sondern eben klare Rollenzuteilungen hat, ein Netzzuordnung und eine Energiezuordnung, wer ist dann für die Netzstabilität zuständig? Da ist das die Swissgrid. Sie werden dann sehen, ich mache dann nachher, zeige Ihnen das noch kurz, immer zu jedem Akteur noch, was da so die Hauptaufgaben sind. Also es wird dann schon noch etwas konkreter. Aber ich sage jetzt mal hier, die Swissgrid ist für die netzseitige Versorgungssicherheit zuständig. Dann haben wir diesen BGV, den Bilanzgruppenverantwortlichen, der ist das Scharnier, das organisatorische Scharnier zum Lieferanten, der in Personalunion mit dem BGV sein kann, aber überhaupt nicht muss. Und dann haben wir da den Endverbraucher. Und die gelb eingefärbten Akteure, die sind eigentlich zuständig für die energieseitige Versorgungssicherheit. Und was ich damit dann konkret meine, sage ich dann bei jedem Akteur jetzt noch. Aber ich glaube, so dieses Bild wäre mir wichtig, wenn man das jetzt irgendwie, Sie haben jetzt, glaube ich, die Folie ja nicht vor sich, aber dass man das jetzt etwas mitträgt in meinen weiteren Ausführungen, dass wir diese vier Akteure haben, wovon ich eben den BGV bewusst weiß eingefärbt habe, weil der eben eigentlich dieses organisatorische Element ist, das ist eine wichtige Aufgabe, aber der ist wirklich eine Scharnierfunktion. Und dann haben wir den Lieferanten und den Endverbraucher, die eben auch ihre Aufgaben haben, aber auf der Energieseite. Gut. So. Also, es ist jetzt etwas unangenehm, dass ich da so hochschauen muss. Ich habe es ja eigentlich da auch vor mir. Also kann ich mal. Gut. Also, die Swissgrid, Sie sehen dort, ich habe Rechtsgrundlage Strom, VG, Strom, VV. Wer es noch genauer interessiert, also die hauptsächlichen Aufgaben der Swissgrid sind im Strom VG 20 geregelt und in Bezug auf die Gefährdung der Versorgungssicherheit. Aufrechterhaltung des stabilen Netzbetriebes ist das Strom VV 5. Die Swissgrid hat die Aufgabe, die Infrastruktur so zu erstellen und zu betreiben, dass sie die Schweiz als eine Regelzone, dass die Schweiz als eine Regelzone funktioniert. Das bedeutet eben jetzt in ganz einfacher Sprache gesprochen, dass sie genügend Kuppeltrafos anschafft. Und jetzt genügend ist natürlich schon auch die Frage, ja, gibt es vielleicht auch irgendwann mal ein zu viel? Und deswegen ist dieser letzte hier, das möchte ich gleich jetzt schon bringen, dieser letzte Punkt hier ist ganz wichtig, die Verantwortung der Swissgrid, genügend Infrastruktur bereit einzukaufen, zu betreiben, zu unterhalten, steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Kosteneffizienz. Würde ja sicher keinen Sinn machen, einfach 1000 Kuppeltrafos auf Halde zu haben, wenn man die nur nicht mal in einem Extremszenario einsetzen müsste. Also ist man immer etwas in dieser Spannung. Aber klar ist auch, dass unser System, das liberalisierte System, das eben den freien Netzzugang gewährt und eben europäisch funktionieren soll, dass das von diesem Ideal der Kupferplatte ausgeht, dass es eben jederzeit möglich sein soll, ein- und auszuspeisen auf allen Netzebenen. Und diesem Ideal soll grundsätzlich nachgelebt werden. Dann der zweite Punkt dort ist jetzt ist mehr ein Winter 15-16 Thema, sage ich jetzt mal, wo das erste Mal überhaupt in Fokus geraten ist oder diesen in Blick genommen wurde, dieser Artikel 20 Absatz 2 Litera C Strom VG, der da eben sagt, dass bei Gefährdung des stabilen Netzbetriebs Swissgrid die notwendigen Maßnahmen anordnet und die Regelung der Einzelheiten mit den Kraftwerksbetreibern, Verteilnetzbetreibern und weiteren Beteiligten
vorzunehmen hat. Und dann hat es noch etwas Ausführungsbestimmungen in der Verordnung. Und da heißt dann zum Beispiel, wenn man so eine Vereinbarung nicht treffen könnte zwischen diesen Akteuren, dass dann die ELCOM entsprechende Verfügung erlassen würde. Dann sehen wir wieder etwas mehr beim Normalfall. Das ist der dritte Punkt, das ist der Einkauf der Reserveenergie oder eben allenfalls auch Redispatch-Energie. Das ist etwas, was auch die Swissgrid im Tagesgeschäft machen muss, weil sie ja eben für den stabilen Netzbetrieb das Netz regeln muss. Engpassmanagement von Grenzkapazitäten, das geht etwas in dieses Thema Kupferplatte, weil halt eben das Ideal doch nicht ganz verwirklicht ist, gibt es eben Engpässe und die muss man dann so möglichst diskriminierungsfrei bewirtschaften. Dann klar das Frequenzhalten durch Einsatz von Regelenergie, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und dann das Dritte ist, und da kommt man dann nachher, also das Dritte, nein, das Letzte da, kommt man dann nachher zur Anknüpfung an den Bilanzgruppenverantwortlichen. Das ist, dass die Swissgrid den Bilanzgruppenverantwortlichen ja die Ausgleichsenergie in Rechnung stellt. Und da komme ich jetzt dann gleich dazu. Moment mal, ich muss mal schauen, ob ich hier noch etwas sagen wollte. Ah ja, vielleicht noch hier, oder, ich mache immer darunter. Da, hier, dieses Regelung der Einzelheiten, das spielt dann in dieses Thema mit der Subsidiarität hinein, das ja vorher auch bei der Umfrage klar hervorging, dass hier eigentlich die, dass hier dann doch auch die Branche gefordert ist, einige Ausführungen, wie man die tatsächlichen Situationen handhaben will, wirklich auch subsidiär zu regeln, also selbst dann die Verantwortung zu übernehmen. Gut. Dann der Bilanzgruppenverantwortliche, eben den habe ich da so weiß eingefärbt, weil das kann also wirklich auch ein Bürolist sein, der einfach da sitzt und die Fahrplanmeldungen entgegennimmt und ausgleichen muss. Aber das kann gerade, das wissen wir auch, das sind natürlich auch die großen EVUs, ja meistens auch Bilanzgruppenverantwortliche. Bei den Handelsbilanzgruppen haben wir aber auch eine Mary Lynch, da haben wir auch Banken, Bankinstitute, die das tun. Und hier ist eigentlich das Wichtige, dass dieses Scharnier, der muss gemäß dem Bilanzgruppenvertrag, den er hat mit der Swissgrid, muss er sich so aufstellen, dass er innerhalb von 2 Stunden eigentlich wieder ausgeglichen ist. Also der darf sich gemäß diesem Bilanzgruppenvertrag nicht darauf verlassen, dass praktisch seine, alle, die bei ihm an der Bilanzgruppe angeschlossen sind, dass alle, also letztlich die Endverbraucher dort auch, dass die alle über längere Zeit mit Ausgleichsenergie beliefert werden könnten. Das ist zumindest vertraglich, ist das eigentlich ausgeschlossen. Man sagt, dass so innerhalb von 2 Stunden muss er das wieder ausgleichen können. Und es gibt da auch das wüste Wort von Pönalen und so weiter. Aber letztlich ist das System, das da zugrunde liegt, dem entflochtenen System, dem liberalisierten System mit diesen Bilanzgruppen, das geht davon aus, dass die Märkte liquide sind, dass man, wenn man an einem Ort nicht mehr beliefert werden kann, weil eben Kapazität ausfällt, Produktionskapazität ausfällt oder einer mehr bezieht, als er ursprünglich angemeldet hat, dass man das relativ kurzfristig, oder ich meine 2 Stunden, das ist nicht lange, dass man das tatsächlich ausgleichen kann, indem man Ersatzbeschaffungen tätigt. Das ist das System und das ist eigentlich das, wovon ausgegangen wird. Und wenn man diese Ersatzbeschaffung dann tätigen muss, weil man vielleicht
zu lange, sage ich jetzt mal, oder zu lange, das ist schon wertend, aber einfach lange zugewartet hat, um die Lieferanten dann einzudecken, dann ist es vielleicht teurer, aber es wird vielleicht auch günstiger. Und dort ist halt tatsächlich dann dieser gewollte Marktmechanismus. Jetzt kommen wir aber eben eigentlich, das ist mehr dann schon die Aufgabe des Lieferanten. Der hat nämlich die Aufgabe, dass er die Energie kauft vom Produzenten. Manchmal ist der Lieferant ja direkt selbst Produzent und bei Importen auch grenzüberschreitende Leitungskapazität. Und gegenüber, wenn er nicht selbst der BGV ist, muss er gegenüber dem BGV, hat er im Rahmen des Subbilanzgruppenvertrags regelmäßig die Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass seine Ein- und Ausspeisung ausgeglichen ist. Und das Verhältnis zum Endverbraucher ist so, dass man da ja auch in der Schweiz noch unterscheidet zwischen dem festen Verbraucher und dem freien Kunden. Gegenüber dem freien Kunden hat er eine vertragliche Verpflichtung und gegenüber dem festen Endverbraucher hat diese Grundversorgungsaufgabe. Aber letztlich ist er gegenüber seinem Kunden, seinem Endverbraucher verpflichtet, die Energie zu kaufen und dafür zu sorgen, dass sie zugunsten dieser Endverbraucher eingespeisen wird. Und ob er dann die Ausgleichsenergiekosten, also wenn die, dass die fahren ja immer, es gibt immer Ausgleichsenergie, es ist immer notwendig, Ausgleichsenergie einzuspeisen, aber wie viel und wie hoch die Kosten damit sind, das ist dann eben sehr situationsabhängig. Und ob dann der Lieferant diese Kosten, diese Zusatzkosten weitergeben kann, ist dann eben davon abhängig, wie der Energieliefervertrag ist, der Stromliefervertrag. Und im Rahmen der Gestehungskostenregelung wird er das gehört einfach zu den Kosten, die man einsetzen darf, um dann letztlich hier kostendeckend arbeiten zu können. Gut, dann noch zu den Endverbrauchern. Genau, also die Endverbraucher, die müssen eigentlich jetzt aus Sicht der Versorgungssicherheit, müssen die eigentlich nichts, also die festen Endverbraucher zumindest, die müssen eigentlich nichts tun, oder? Die können einfach da sein und sich beliefern lassen. Im Idealfall würde über Marktsignale, also wenn der Strom sagen wir mal, knapp wird oder eben importiert werden muss und dann auch Grenzaktionskosten dazukommen, dann sollte eigentlich über die Preissignale sollte der Strompreis steigen und der Verbrauch entsprechend auch etwas zurückgehen. Nur ist das halt, da gibt es halt einfach eine rechtlich-zeitliche Verzögerung, das passiert eigentlich zu langsam, oder? Aber das ist nun mal einfach so in dem System, wo man mit festen Preisen, mit Jahrespreisen agiert. Dasselbe auch bei freien Endverbrauchern, wenn die feste Preise haben, dann werden die auf kurzfristige Signale, werden die nicht ihr Verbrauch hin anpassen. Das wird nicht passieren. Dann komme ich noch zu dem Thema Austral und hier möchte ich dann eben auch noch das Thema mit, wo ist dann eigentlich vielleicht noch der Bundesrat noch gefragt, noch einbringen. Bei der Austral ist es so, ich glaube, das ist ich habe jetzt noch nie etwas anderes gehört, aber es ist vielleicht doch auch noch mal wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Die Austral ist wirklich Ultima Ratio, das ist letztlich Planwirtschaft, das will keiner, das ist etwas, was man vermeiden möchte, was aber für den größten Notfall durchaus gut ist, dass es das gibt, oder? Ich glaube, man müsste sich dann einen Vorwurf machen, wenn man diese Organisation nicht hätte, aber es ist sicher nicht so, dass man sagt, ja, okay, wenn dann halt, sagen wir mal jetzt, wieder so ein Winterthema kommen würde, dass man dann einfach nach Austral ruft. Das ist wirklich die letzte Instanz
Und die, dass man sich da auch bewusst ist, das würde bedingen, dass der Bundesrat, der würde so eine Verordnung in Kraft setzen. Die Verordnung ist schon geschrieben, die ist im Entwurf vorhanden. Der Bundesrat müsste dann noch diese Verordnung in Kraft setzen. Und das wäre aber wirklich Planwirtschaft. Das würde die Verantwortung von den EVUs grundsätzlich wegnehmen. Aber gewollt ist das bestimmt nicht. Gut, dann eben da möchte ich noch sagen, es gibt im Strom-VG gibt's noch diese Bestimmung, dass die ElCom die Verantwortung hat, die mittel- bis langfristige Versorgungssicherheit zu überwachen. Und die ElCom hätte dann, wenn sie eine Gefährdung befürchtet, und aus welchem Grund auch immer, also netzseitig oder energieseitig, hätte sie die Pflicht, dem Bundesrat Maßnahmen vorzuschlagen. Und der Bundesrat wiederum müsste dann in Einbezug der Kantone und der Organisationen der Wirtschaft Maßnahmen treffen für Strombezug, langfristigen Strombezug oder Stromkapazitäten aufbauen oder auch Netzausbau. Also alle möglichen, die ganze Klaviatur müsste sich dann überlegen, was für Maßnahmen könnte man da ergreifen. Und das heißt aber im Gesetz, das ist der Artikel 9 im Strom-VG, heißt es auch, dass das wirklich auch ist, auch eigentlich schon als Ultima Ratio, also wirklich trotz der Vorkehren der Unternehmen, der Energiewirtschaft, auch wenn, also das alles, was die unternommen haben, wenn das nicht reicht, dann würde der Bundesrat wiederum in Abstimmung mit den Kantonen und der Organisationen, der Wirtschaft, also Sie sehen, das ist auch, auch etwas, was man, das spürt man richtig, wenn man das liest, dass das überhaupt nicht die Meinung wäre, dass man das je anrufen möchte. Und also auch das ist eigentlich als Ultima Ratio zu verstehen. Ja, ich habe noch eine letzte Folie. Genau. Vielleicht, also ich lese es einfach kurz vor. Also Anbandlung und das Subsidiaritätsprinzip eben haben zur Folge, dass die Verantwortung geteilt ist. Das ist nicht mehr so, dass man einer hat, der die Gesamtverantwortung hat und, oder so Philosophenkönig. Und folglich ist der Informationsfluss und die Interaktion zwischen den Akteuren ist zentral. Und wichtig ist, dass sich die einzelnen Akteure ihrer Aufgabe bewusst sind. Also eben zum Beispiel nicht auf Ausgleichsenergie einfach wetten. Genau. Und dann, meiner Ansicht nach, enthält das Strom-VG heute keine Lücken, die akut zu beheben wären. Diese subsidiäre Rolle, die sollte, denke ich, eigentlich genügen, wenn man sich wirklich der eigenen Rolle bewusst ist und die auch wahrnehmen möchte. Und im Rahmen der Revision des Strom-VG ist es aber durchaus vielleicht zu prüfen, ob man sagt, man schreibt noch vor, welche Informationen ganz grundsätzlich dem Markt zugänglich gemacht werden sollen, um Preissignale besser aussenden zu können, also auch gerade seitens des Netzbetreibers. In Frankreich wird das so gemacht. Genau. Gut. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben Ihre Eingangsfrage, ob das Strom-VG Lücken hat, so beantwortet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie sagen, ja, aber, nämlich nicht solche, die schnell geschlossen werden müssen, sondern wir haben Zeit, die zu schließen. Habe ich Sie richtig interpretiert? Ja, also und eben, ob man dann überhaupt etwas aufnehmen möchte, würde ich jetzt mal sagen, das kann man heute noch nicht sagen, aber es ist sicher nicht so, dass man jetzt irgendwie auf politischer Ebene hier Druck machen müsste, um noch vor dem Winter da eine zusätzliche gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Und ob man dann im Rahmen der Strom-VG-Revision Themen aufnehmen möchte, eben Informationen, die bereitgestellt werden müssen, ich denke, auch das wird sich zeigen, wenn man das
sowieso vielleicht tut als Lesson learned von dieser Situation, die man jetzt hatte, dann ist auch da die Frage, ob es dann nötig ist, das zu tun. Weil in der Schweiz haben wir doch etwas ein anderes, also der Gesetzgeber in der Schweiz und auch die Rechtswirklichkeit in der Schweiz ist schon auch die, dass man nicht Dinge, die man in 3 Sätzen sagt, in 5 Büchern niederschreibt. Also das ist in Deutschland deutlich anders. Da würde man über so ein Thema, findet man ganze Abhandlungen. Also bin ich ziemlich froh, sind wir in der Schweiz. Ja. Jetzt darf ich noch ganz kurz, ja, weil ich habe noch eine Serie Fragen gekriegt, ja, die wir noch vielleicht noch ganz kurz, ja, angehen sollten. Und zwar bei Ihrer Einstiegsgrafik, die war ja so, ja, angenehm einfach, schön, ja, einfach. Und trotzdem hatten dann einige aus dem Publikum ein paar Rollen vergessen. Und vielleicht können Sie mir in ganz kurzen, ja, Worten sagen, weshalb diese Organe, diese Institutionen nicht drauf sind, die VNBs. Haben die VNBs Ihrer Meinung nach keine Verantwortung in diesem Schema? Dann die ELCOM, das BFE. Wie steht es um die Verantwortung dieser? Also die haben eine subsidiäre Verantwortung. Nicht, dass sie keine haben, aber sie haben nicht die zentrale Verantwortung. Die zentrale ist in Bezug auf Netz, ist bei der Swissgrid als TSO, als NE1-Betreiber. Und dann gibt es natürlich die VNBs, aber da ist es dann eben so, dass die Swissgrid mit den VNBs eben Regelungen treffen müsste, wenn das dann notwendig wäre, um Netzmaßnahmen regional einzuleiten, die ja dann aber nicht die Swissgrid selber ausführen kann. Ja. Gilt das nur für die operativen Tätigkeiten oder gilt das beispielsweise auch für die planerischen Tätigkeiten? Ich denke, die VNBs haben ja eine starke, ja, Rolle beim Ausbau des Netzes. Ja. Oder muss man die Verantwortlichkeiten in diesen Dingen voneinander halten? Also haben die VNBs, ja, eine Aufgabe in Ihrem Schema drin, die über das hinausgeht, was Sie jetzt hier aufgeführt haben? Nein, also die Aufgabe, die Versorgungssicherheit, also gesamtschweizerisch als Regelzone sicherzustellen, die ist klar bei der Swissgrid. Ja. Und nachher, auf der regionalen Ebene gibt es Artikel 8 im Strom-VG, der hat durchaus das auch, die müssen ein leistungsfähiges Netz unterhalten. Es gibt die Bestimmung, dass man sich absprechen muss, dass man aufeinander abgestimmt sein muss, das durchaus auch. Aber wenn man jetzt sagen will, wer hat hier die Hauptaufgabe, dann ist das die Swissgrid. Ja. Paragraph Verantwortung gleich Swissgrid. In Bezug auf den stabilen Netzbetrieb für die Sicherstellung der Regelzone Schweiz ist die Swissgrid, ja. Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Schott. ELCOM kann ich natürlich auch noch etwas sagen. Eben die ELCOM hätte dann auf Anordnung, also wenn sich da keine Regelungen finden lassen auf Vereinbarungsebene, dann hätte die ELCOM durchaus eine Rolle. Aber sonst hat die ELCOM, die ist nicht, also jetzt, als da diese Meldung war im Dezember, wäre es überhaupt nicht die ELCOM, also was hat sie auch nicht gemacht, die dann gerade sagen müsste, so jetzt kommt ihr mal alle zu mir an den Tisch und ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Also ich möchte einfach diesen Vorstellungen entgegentreten, dass jetzt hier primär mal die Behörde etwas machen müsste, auch nicht der Bundesrat. Also wirklich, es sind diese Akteure. Sind diese. Ja. Ist auch schön, wenn etwas mal einfach ist. Ganz herzlichen, ja, Dank, Frau Kohl. Danke. Okay.